kommt eure Kindergeschichte mal aus dem Wald. Ich liebe Bäume. Und ich liebe den Wald. Jetzt im Frühling die wunderschönen grünen Blätter, die im Herbst dann bunt werden. Im Sommer auf den Obstbäumen die leckeren Früchte. Äpfel, Kirschen, Orangen. Und im Winter, wenn alles grau ist, sind die Tannen immer noch schön grün. Ich find's herrlich. Wisst ihr eigentlich, wie viele Bäume in der Bibel erwähnt werden? Über 20 verschiedene. Da sind so welche dabei, wie hier die Buche, aber auch Eichen, Linden, Tannen, Kiefern. Ganz für mich unbekannte wie Tamariske und Terebinthe. Aber ihr kennt ja auch die Geschichten mit dem Ölbaum, mit dem Maulbeerbaum oder Senfbaum. Ganz viele verschiedene Bäume. Und wenn ihr die kennenlernen wollt, dann schaut mal in eure weißen Boxen. Da habe ich euch ein Buchstabenrätsel reingelegt, wo ihr die Bäume der Bibel kennenlernen könnt. Tja, wozu braucht die Erde eigentlich Bäume? Ich denke mal, ihr wisst Bescheid, ja. Ein Baum bietet Schutz vor Sonne und auch vor Regen. Ein Baum ist Wohnung für viele Tiere. Eichhörnchen, Vögel, Käfer, Mäuse. Und Nahrung bieten uns die Bäume auch. Auch den Tieren. Zapfen, Nüsse, Samen. Aus dem Holz der Bäume kann man Häuser bauen, große Schiffe, Möbel. Man kann Papier draus herstellen, auf dem ihr malt und schreibt. Holz kann man auch zum Heizen verwenden. Die Bäume reinigen die Luft und produzieren Sauerstoff, den wir zum Atmen brauchen. Und die Wurzeln der Bäume sind sehr gute Wasserspeicher. Ja, man bewundert die Bäume immer, wenn sie so einen schönen dicken Stamm haben und eine riesige Baumkrone. Aber wer bedenkt eigentlich, dass das alles nur möglich ist? Weil im Verborgenen die Wurzeln für den Baum arbeiten. Zu den Wurzeln gehe ich jetzt mal hin. Also bis gleich. Im Verborgenen geschieht die Nahrungsaufnahme für das Wachstum des Baums. Im Verborgenen steckt die Kraft bei Stürmen und in schweren Zeiten. Im Unsichtbaren geschieht das Wichtigste. Ein gesunder Baum ist der Beweis für ein gesundes Wurzelwerk und genug Wasser und Nahrung. Aber keiner bestaunt die Wurzeln, keiner lobt sie, keiner erwähnt sie. Das ist das Leben der Wurzeln, unerkannt und unbeachtet zu bleiben. Es sei denn, die Wurzeln würden mal streiken. Dann sähe alles auf einen Schlag anders aus. Wenn die Wurzeln sagen würden,
Wenn wir nicht gesehen oder bestaunt werden, hören wir auf zu arbeiten. Das wäre das Ende des Baums. Wurzeln, Stamm, Äste, Zweige, Blätter, Früchte gehören zusammen. Sie sind ein Ganzes. So ähnlich ist es auch bei uns Menschen. Das Unsichtbare und das Sichtbare gehören zusammen. Gott vergleicht uns mit Bäumen, die Früchte tragen sollen. Vieles, was wir tun, ist sichtbar, aber Gott möchte, dass wir auch im Verborgenen etwas Wichtiges tun. Vertrauen zu Gott, Geduld, Vergebung, hilfsbereit sein, über andere Gutes erzählen. All das ist auch Wurzelarbeit. Und Wurzelarbeit ist niemals umsonst, denn Gott freut sich darüber. Denkt mal darüber nach, wem ihr in der kommenden Woche ganz heimlich und im Verborgenen eine Freude machen könntet. Ich werde es auf alle Fälle auch besuchen. Macht's gut, bis bald. Tschüss.